Willkommen zu Pega Plays und heute möchte ich euch meine Top 3 Farming Spots für Ahnenseide, Rubiderz und Rubinesche zeigen. Nummer 1 wäre Hef's Fluch bzw. Hef's Fluch, nennt es wie ihr wollt. Das wäre einmal diese kleine Insel auf der linken Seite. Ich zeige euch jetzt mal meine Route bzw. in etwa meine Route, die ich hier gerne zum Farmen laufe. Ihr könnt euch auch eine eigene Route suchen, das ist kein Thema, denn hier findet ihr wirklich überall irgendwas. Das Ganze werde ich euch im Schnelldurchlauf zeigen, ja, also nicht wundern, falls man den Weg nicht so verfolgen kann. So, und das war auch meine Route. Mal zum besseren Verständnis. Angefangen am Hauptwegschein, dann laufe ich gerne in den Bogen hier rüber zu dieser Schmiede. Von der Schmiede aus wieder schräg rüber zu der Stadt. Also hier, von der Stadt aus Richtung Wegschein. Vom Wegschein aus hier hinter zu den Klippen. Einmal durchs Wasser durch. Und dann wieder von hier nach oben kommen zu der Schmiede. Also das ist so meine Hauptroute, die ich hier gerne laufe, und auf dem Weg habe ich jetzt, das können wir gleich mal sehen beim Fädeln, 89 Rubiditerz eingesammelt. ...54 Rubinesche. Und 57 rohe Ahnenseide. Rubidohautfetzen, da habe ich mich jetzt ein bisschen zurückgehalten, ihr habt viel mehr Möglichkeiten, da auf dem Weg irgendwelche Tiere mitzunehmen, aber sind jetzt in dem Moment nur 16. Trotzdem denke ich, kann sich das Ganze gut sehen lassen. Spot Nummer 2 wäre hier eine von den Anfängerinseln. In dem Fall wäre das Stoß im Kai. Kann ich euch auch mal zeigen, dass wir die kleine Insel hier links. Je nach Allianz beginnt ihr hier natürlich euren Charakter und levelt. Von dem her könnt ihr euch sicher sein, die meisten Spieler, die hier sind, sind nur zum Leveln da. Also die farmen hier höchstwahrscheinlich nicht. Ich habe hier jetzt keine feste Route, weil ich schon lange nicht mehr hier war, aber ihr könnt euch sicher sein, dass sich das Farmen auch hier lohnt, weil gerade auf diesen Beginnerinseln habt ihr sehr, sehr viel Material. Also selbst ohne einen festen Weg lässt es sich hier ganz gut farmen. Ich bin jetzt in etwa von dem Wegschein aus einen gewissen Bogen nach links weg zu diesem Wegschein hier rüber gelaufen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und nun zu Spot Nummer 3. Dieser wäre Kenatis Rast. Ebenfalls eine der Beginnerinseln. Das wäre die Beginnerinsel vom Altmeri Dominion. Und auch hier habe ich jetzt keine feste Route mehr, allerdings lässt sich wirklich gut farmen. Allgemein, wie gesagt, die Inseln lohnen sich jedes Mal. Egal von welcher Allianz. Und wenn ihr da häufig genug unterwegs seid, findet ihr auch alles.
Das waren meine Top 3 Farming Spots für Ahnenseide, Rubidit, Erz und Rubinesche. Mal ganz davon abgesehen, was man noch sonst so aufsammeln kann. Falls ihr bessere Spots kennt, könnt ihr diese gerne in den Kommentaren erwähnen, dann mache ich auch dazu ein Video. Ich kann nur so viel sagen, Beginnerinseln lohnen sich immer und DLC-Gebiete. Auf den Beginnerinseln, wie der Name schon sagt, sind eben nur Beginner, die ihren Charakter schnell hochleveln wollen. Das heißt, die farmen in der Regel nicht. Und auf den DLC-Gebieten ist es schon geläufig, dass gefarmt wird, allerdings gibt es da so viel, dass sich keiner stört. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg beim Farmen und bis zum nächsten Video.